Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Münchner Oberbürgermeisters und der ganzen Landeshauptstadt München habe ich heute die Ehre, in einer der Zeit angepassten Form ein Grußwort zu sprechen zur Eröffnung der Ausstellung Heimrat Becker. Es kann sein, dass man uns nicht töten wird und uns erlauben wird zu leben. Der österreichische Schriftsteller und Herausgeber einer wichtigen avantgardistischen Zeitschrift, Heimrat Becker, hat einen umfangreichen, insbesondere fotografischen Nachlass hinterlassen. Gras darüber wachsen lassen. Diese passive Form der Verdrängung dokumentieren etwa seine Bilder ehemaliger Konzentrationslager, die überwuchert wurden oder einer anderen Verwendung zugeführt wurden. Zu Zeiten, in denen man sich der Vergangenheit eben nicht stellen wollte. München, die ehemalige sogenannte Hauptstadt der Bewegung, hat über Jahrzehnte auch diese Form der Verdrängung in weitem gewählt. Aber gerade dieses NS-Dokumentationszentrum an diesem historischen Ort im ehemaligen NSDAP-Parteiviertel ist ein bewusster Bruch mit dieser Tradition. Erinnern statt vergessen, dies ist ein Motto, das gerade heute angesichts wachsenden Rechtsextremismus und Antisemitismus von brennender Aktualität ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele Gedankenanregungen in dieser Ausstellung. Sehr geehrte Damen und Herren, in diesen Zeiten eine Ausstellung zu entwickeln, erfordert besonders viel Kreativität, Spontanität und Ausdauer aller Beteiligter. Gerade bei internationalen Kooperationen sind derzeit besondere Herausforderungen zu meistern. Mein Dank gilt dem Team des NS-Dokumentationszentrums, das gemeinsam mit dem Museum Moderner Kunst, Stiftung Ludwig in Wien, eine neue Ausstellung auf die Beine gestellt hat. Sie widmet sich dem Werk des hierzulande wenig bekannten österreichischen Schriftstellers und Verlegers Heimrat Becker, der sich Zeit seines Lebens mit dem deutschen Verbrechen gegen die Menschlichkeit beschäftigte. Gerne hätte ich die Ausstellung persönlich und in ihrer Anwesenheit eröffnet, aber derzeit müssen wir auf Ausstellungseröffnungen vor größeren Gruppen verzichten. Ausstellungsbesuche einzelner Besucherinnen und Besucher sind jedoch wieder möglich. Wir sorgen für die erforderlichen Hygienemaßnahmen und haben ausreichend Platz. Fühlen Sie sich also herzlich eingeladen. Uns ist es wichtig, dass wir auch und gerade jetzt Wissen vermitteln, kulturelle Teilhabe sichern und über Kunst in den Austausch miteinander kommen. Denn die Pandemie beschränkt Begegnungen, trifft unser Selbstverständnis als soziale Wesen und verändert unser Informationsverhalten. Wir müssen Wege finden, auch in der Krise unsere gesellschaftlichen Grundwerte zu schützen, das Miteinander zu pflegen und die Gefahren für die Demokratie abzuwehren. Darum geht es auch im NS-Dokumentationszentrum. Besuchen Sie es online oder vor Ort am Königsplatz. Herzlich willkommen in der Ausstellung Heimrat Becker. Es kann sein, dass man uns nicht töten wird und uns erlauben wird, zu leben. Sobald wir Sie wieder hier im Haus willkommen heißen dürfen, lade ich Sie ein, sich diese besondere Ausstellung anzusehen. Mein großer Dank gilt dem Museum für Moderne Kunst, Stiftung Ludwig in Wien, für die Konzeption und Leihgabe, im Besonderen der Kuratorin Marie-Therese Hochwartner. Die Arbeiten des österreichischen Verlegers, Autors und Künstlers Heimrat Becker laden uns ein zu einer sehr persönlichen, fast intimen Beschäftigung mit der Vergangenheit und mit den Verbrechen des Nationalsozialismus. In Tausenden von fotografischen Aufnahmen, die seit dem Ende der 1960er Jahre in ehemaligen Konzentrationslagern in Mauthausen und Gusen entstanden sind, unternimmt der Künstler eine Archäologie des Erinnerns, indem er die Spuren der Vergangenheit und der Menschen sichtbar macht. Er setzt sich zugleich mit der Natur auseinander, die über die Geschichte wächst, wie mit der Sprache, die Kontinuität und Bruch reflektiert. Beckers Arbeiten erinnern uns daran, wie lange es gedauert hat, bis sich die Nachfolgegesellschaften des Regimes mit ihrer Schuld und Verantwortung auseinandergesetzt haben, während die Überlebenden isoliert mit ihren Traumata und Erinnerungen weiterleben mussten. Zwei Arbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen, Tatjana Leconte und Rainer Igler, ergänzen Beckers Auseinandersetzung mit der Erinnerung. Für unsere Arbeit im NS-Dokumentationszentrum sind Heimrat Beckers Annäherungen gerade jetzt von großer Bedeutung, da wir einen neuen Erinnerungsort entwickeln. Das ehemalige Zwangsarbeiterlager in Neuaubing, das aufgrund seiner komplexen Nachnutzung
und der vielen noch zu entdeckenden Spuren ein ganz besonderer Ort ist, dem wir uns sowohl auf wissenschaftliche wie künstlerische Weise annähern wollen. Ich hoffe, Sie bald zu einem Rundgang oder zu einer Veranstaltung im Begleitprogramm der Ausstellung zu begrüßen, wenn wir wieder offen haben und wieder für Sie da sein werden. Wir freuen uns darauf.